wem sprecht ihr? Ich spreche mit euch, seht ihn euch doch an! Ich lade mich aber bei meiner Mahlzeit, ich bin am Fressen! Dann riecht doch auf! Ah, es soll dein, wohl dein! Was war denn dies? Was bringt ihr hier hin? Er hat gepatscht, das Bier ist auch geriecht, wie wieder stinkt dieses Bier! Ich rieche nichts! Was soll es denn sein? Was habt ihr denn gemacht? Das ist einfach, wir waren in der Kleine, wir haben gesoffen! Und hier guckt ihn euch an! Wir haben das Bier, das ist unerträglich, das kann man nicht trinken! Elendiger! Seht an, wie er leidet! Was sollen wir denn da machen? Ja, holt den Wirt, bestraft den Wirt! Den Wirt sollen wir holen! Los, Krüppel! Und bitte, ja! Ihn holen. Ja! Komm, dann lass mich laufen! Bleib da! Hol die Elendigen! Ach, elendiges Pack! Soll nicht mehr in Ruhe fressen kann man heutzutage! Beeilung! Wo ist der Elende? Da ist der elende Betrüger. Was wollt ihr von mir? Kommt hier in die Gerichtsschranken. Ich will das Geld zurück. Ich will, dass ihr Strafe zahlt. Ich will, dass ihr hingerichtet werdet. Wofür? Guckt ihn euch an, was ihr ihm angetan habt mit eurem gepanschten Bier. Ja, wo ist er? Gestreckt habt das. Ist das der Brauer, der gestreckt hat? Das ist der Brauer. Sein bestes Bier hat er noch gepriesen. Sein bestes Bier holt er für uns. Der? Das teuerste. Was sollen wir da machen? Gib uns von deinem Bier zu saufen. Gib die mal. Und lass uns testen. Wer will was reinschenken? Seit 3 Tagen. Wir haben 2 Tage gefeiert. Heute hat er euer Bier probiert und sofort lag er da. Dein Bier, gutes Bier. Ja, trink mein Bier. Wer will uns reinschenken? Gib mir einen Schluck, ja. Gebt auch den Menschen. Ja, schaut euch an. Nein. Noch nicht. Aber bald. Auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit und ein langes Leben! Also, wie das so aussieht! Hui, Geibel! Er bleibt in der Zunge im Gaumen kleben, so süß ist das Zeug! Widerlich! Also mir schlecht! Nee, euer Gaumen ist zu jung, ihr lernt doch nicht! Ihr vertragt nichts, ihr seid Anfänger! Mir schmeckt es, mir schmeckt es nicht! Nein. Was machen wir nun? Dann beschreibt den Geschmack, ein gutes Bier muss man im Hals spüren. Was spüret ihr denn? So. Astrein! Wunderschön! Danke. Danke. Widerlich! Ihr braucht wahrscheinlich gestrecktes Bier, weil ihr es nicht vertragt. Deine Frau verkauft Bienenwachs auf dem Markt. Das hab ich genau gesehen. Genau, stimmt. Ihr habt recht. Ich hab sie auch gesehen, wie sie letzte Woche Honig verkauft hat auf dem Markt. Honig auf dem Markt verkauft? Was sagt ihr dazu? Die Sonne scheint so schön. Ich glaube, da sollten wir, wie es sich damals zugetragen habe im Mittelalter, die sogenannte Bierprobe durchführen. Holt den Schemel her. Wenn er am Schemel kleben bleibt, dann ist das Bier gepanscht. Wir müssen eher Bier auf den Schemel haben. Bitte, reichlich! Bitte! Setze er sich! Ja. Und nun, im Mittelalter habe es einige Tage gedauert und dann wurde versucht hochzuheben. Bei uns geht das alles ein wenig schneller und nun erhebe er sich! Nein! Warte, ich bring ihn dazu, dass er sich... Nein! Ich kann es aber glauben! Lasst mich sitzen! Mir tun die Füße weh! Nein! Nein! Daneben! Aufstehen! Elendiger! Der Schemel klebt an seinem Hintern! Betrüger! Du wolltest ihn doch umbringen mit deinem... Nie! Nein! Hast du dieses Bier gepanscht? Nein! Auf die Bank mit ihm! Nein! Auf die Bank! Mönch übernehmt ihr! Quasimodo ein bisschen gefühlvoller! Ja, so ist gut! Euer Herrn, der schlank mal hier nicht! Schneller! Oh, ja! Dann macht ihn lang. 10 Ellen, bitte. Anziehen. Ja, das habt ihr gut gemacht. Das habt ihr gut gemacht. Fester. Ich will mich selber richten für das, was er bei euch getan hat. Und nun, habt ihr gestanden? Wollt ihr gestehen, dass ihr euer Bier gepanscht habt? Nein. Dreht weiter! Noch einmal langziehen! Das macht genug Druck!
Und nun, gepanscht oder nicht gepanscht? Ich panche kein Bier. Nein! Was sollen wir machen? Ja, macht sie heiß. Los, nehmt die Zangen. Auch die jungen Folterknechte wollen auch mal etwas tun. Macht sie heiß, macht sie heiß, macht die Pferde. Auf die Gesundheit und ein langes Leben.